Hallo und herzlich willkommen wieder nur zurück zu Final Fantasy Brave Exvius. Und ja, ich habe eine Frage an euch. Wir gehen jetzt über hier Einstellungen. Und dann haben wir hier Google Play. Die haben einmal die beste Liste und Erfolge anmelden, okay. Ich melde mich jetzt mal hier an. Das können wir so gesehen hier ansehen. Und die Sache ist, ich habe seit ich das Spiel jetzt hier so aktiv spiele, seit dem Release, habe ich jetzt soweit auch noch keine Trophies bekommen. Ist das eigentlich normal oder nicht? Weil ich habe die ganze Zeit jetzt schon irgendwie Sachen gemacht und ich habe die hier so gesehen, die Sachen alle gar nicht so bekommen. Ist das bei euch auch der Fall oder wie kann man das beheben? Oder wird das vielleicht irgendwann behoben? Ich weiß das jetzt nicht, aber das ist ein bisschen blöde, weil ich hätte schon da gerne die Erfolge. Wäre auf jeden Fall gut zu wissen, denn. Okay. Ja, wer noch gerne meine Freundesliste möchte, kann auf jeden Fall noch gerne dazukommen. Ich habe hier noch auf jeden Fall noch Platz. Es wird demnächst auch angekündigt, falls da jetzt noch kein Platz wäre oder so. Das wird auch noch so ankommen. So, hier ist aber eine ID. Dann könnt ihr gerne eine Freundesanfrage schicken, wenn ihr wollt. So, ich habe erstmal gedacht, ich werde erstmal noch kurz bei Columbus gucken, weil ich glaube, da gibt es Geschäfte, da wollte ich auf jeden Fall noch mal bessere Ausrüstung haben, weil mir kommt das irgendwie so vor, dass ich da, ja, dass das bei den Bossen richtig lange dauert, ich weiß es nicht, ob ich jetzt irgendwie nicht so starke Ausrüstung habe oder so, das werde ich mal nochmal nachchecken. Ich weiß nicht, ob das jetzt bei Felicitas ist, ob da jetzt irgendwie so ein Geschäft gibt, wo wir bessere Waffen kaufen können. Aber ich gehe jetzt mal kurz dahin und schau mal. Das ist irgendwie so bessere Ausrüstung oder so. Da haben wir das oben. Okay. Da wollen wir das mal abchecken. Weil wo ich jetzt gerade war, bei Magnitias, da gibt es irgendwie kein Geschäft oder so. Und da müsste ich demnächst auch nochmal schauen. So. Ich mach hier auch nicht wirklich stärker, ne, oder? Ja, für ihn schon. Nein. Oh. Okay. Dann können wir jetzt auch wieder zurückgehen. Oder wir gucken nochmal wegen Rüstung. Da. Ist ja gegenüber. Auch nicht wirklich so beeindruckende Sachen. Das ist ein bisschen enttäuschend.
Ich dachte, die hätte schon deutlich stärkere Sachen. So, dann machen wir wieder zurück. Leonardo. Zwergenschmiede. Dann mal da reinschauen. Ja. Leider doch nicht. Ich hätte eigentlich gedacht, dass da jetzt auch Waffengeschäfte hätte oder Rüstung oder sowas halt, aber die haben da leider nichts. Schade. Ich habe eigentlich mehr erwartet von so einer Industriestadt halt. Oh, dies ist die Schmiede. Und hier stellen die Zwerghandwerker die Teile für unsere Luftschiffe her. Lahio! Dir auch, Lahio, Freund. Schön, dich zu sehen, Lid. Holst du ein paar Sachen ab? Was? Oder ist es eine neue Bestellung? Ich fürchte weder noch. Wir haben geschäftlich im Tempel zu tun. Dann habt ihr Pech. Mit all diesen fürchterlichen Monstern, die den Weg blockieren, gibt es kein Durchkommen. Monster? Wieso sollte es hier Monster geben? Das weiß ich so wenig wie du. Zudem sind ein paar gute Freunde von mir auf der anderen Seite gefangen. Ein Grund mehr, uns durchzulassen. Glaub mir, wir befreien deine Freunde. Das schwöre ich bei meiner Ehre als Ritter von Grunchild. Ich weiß nicht, was du da redest, Junge. Das sind keine gewöhnlichen Feinde. Sie fressen dich, dann spucken sie dich aus. Ein Ritter, der seine Pflicht angesichts der Gefahr vergisst, ist kein wirklicher Ritter. Außerdem hört Rain nicht auf die Stimme der Vernunft. Er versteht sie nicht einmal. Yeah, sehr cool. Boah, das war aber ganz schön unterhalb der Rüstung. Man sollte denken, Ritter hätten bessere Manieren. Sollte man, aber zivilisierter wird es nicht. Dann kann ich nicht, das kann nicht dein Ernst sein. Kristalle geben mir Geduld. Ich glaube, ich werde sie brauchen. So, Südseite. Ja, dann wollen wir uns einmal durchkämpfen. Auf geht's. Sag mal, ihr beiden seid doch Ritter von Grunchild. Das heißt doch, dass die Treue zum König für euch wichtiger ist als alles andere, oder? Natürlich ist die Königstreue wichtig, aber wichtiger ist alles andere. So einfach ist das nicht. Der wichtigste Eid, den ein Ritter ablegt, gilt ihm selbst. Dem eigenen Weg zu folgen, das ist unsere Maxime. Uiuiui. Rotpudding.
Sehr schön. Kefka dreht durch. Geil. Sehr cool. So, Werkstatt. Eure Pflicht als Ritter dreht sich eher um eure Überzeugung? Jep. Wenn also der König ein übler Tyrann wäre, würden wir ihm nicht folgen. Zum Glück ist der jetzige König von Greyshade ein ausgezeichneter Herrscher. Also sie folgen halt ihre Idealen. So, Brennofen.
Das war so klar. Ah, okay. Das geht noch. Okay, sehr gut. Es kommt die Nordseite.